Also Rallye-Unterricht ist für mich einfach eine Schule des Denkens, des Reflektierens und des Dialogisierens, des Debattierens par excellence, weil wir uns da immer und immer wieder mit all den Fragen um Gott, um die Welt, um unser Zusammenleben, unser Verständnis von Menschen auseinandersetzen müssen, aber eben auch aus einer bestimmten Perspektive heraus. Ganz kurz gesagt, Rallye-Unterricht hat was zu tun mit Hirn, Herz und Hand. Hirn, ich weiß, warum ich etwas sage, und ich weiß, warum ich die und jene Position habe. Ich kann das begründen. Herz, es ist mir egal, was Herr Müller oder Frau Meier oder Herr Fuchs darüber denkt. Ich bin gefragt. Ich glaube, weil Herz und Hirn und Hand, es hat was mit meinem Leben zu tun. Und dieses Hirn, Herz und Hand immer und immer wieder zusammenzubringen und das alle drei Hs im Blick zu behalten, das ist halt unsere Aufgabe im Rallye-Unterricht. Und die bleibt und die wird auch zukünftig bleiben.